Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon eine interessante Debatte. Hochwertige, unentgeltliche Essensversorgung für Kita- und Schulkinder. Und wir debattieren zum Teil über übergewichtige Männer mittleren Alters oder über den Schulhausbau in Thüringen, der irgendwann einmal nachkommt. Und eigentlich haben wir einen Antrag, über den wir debattieren, weil er eingereicht worden ist, ja, aber wir nicht zuständig sind. Die Zuständigkeit liegt ganz klar bei den Ländern und bei den Kommunen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz einfach wollen wir es uns natürlich auch nicht machen. Und man muss einfach festhalten, wir leben in einem Staat mit einem föderalistisch aufgebauten System. Und da gibt es heute einmal feste Zuständigkeiten. Und ich sage Ihnen auch eines, das Kooperationsverbot aufzuheben, wäre meines Erachtens nicht zielführend, wäre völlig falsch. Und die Schulverpflegung bundesweit zu steuern und zu reglementieren, wäre genauso falsch. Ja, ich komme schon zum Finanzieren noch, Frau Kollegin. Kita- und Schulverpflegung müssen diejenigen regeln und auch finanzieren, die dafür zuständig sind, vor Ort zuständig sind. Das, meine Damen und Herren, sind einfach einmal die Kommunen und die Länder. Das sind hier die Sachaufwandsträger und nicht schon wieder der Bund, der sowieso die Kommunen und die Länder in dieser Legislaturperiode unterstützt wie noch nie. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist unumstritten, dass gesunde Ernährung eine wichtige Funktion in der Gesellschaft haben muss. So empfinde ich einige Ziele bei der Schulverpflegung, wie dass sie gesund, abwechslungsreich, regional geprägt und Ökoprodukte mit darin enthalten sein sollen, als durchaus vernünftig. Allerdings möchte ich hier weniger den Weg der Reglementierung als den Weg der Freiwilligkeit vorschlagen. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, wenn Kommunen auf lokaler Ebene, Schulen, Eltern gemeinsam die Verpflegung organisieren, dann wird es angenommen und auch unterstützt. Ich könnte das gleiche Beispiel nennen wie der Kollege Albert Weiler. Bei mir in meiner Kommune hat das auch wunderbar funktioniert und über viele Jahre hinweg. Also das geht natürlich sehr, sehr gut. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, und natürlich darf gutes Essen auch etwas kosten. Es ist gute Ware und es darf auch etwas kosten. Und das ist auch richtig so. Und ich meine, ich habe das auch richtig gehört in der öffentlichen Anhörung, dass es viel wichtiger ist, dass man gemeinsam mit dem Caterer, den verantwortlichen Lehrern und Eltern auch anhand von Leitlinien für gesunde Ernährung eine ausgewogene Ernährung zur Verfügung stellt. Da denke ich, sind wir uns ja im Großen und Ganzen so einig. Und im Übrigen möchte ich dabei gleich auf Bayern verweisen. Bayern hat am Dienstag das rausgegeben, mit gutem Essen Schule machen, Genussort Mensa. Sie kriegen das gerne von mir. Kann man dann auch nachlesen, wie in Bayern das eigentlich sehr gut funktioniert. Und dabei soll es sein Ziel sein, diese Leitlinien im jeweiligen Schulleitbild auch zu verankern. Gute Schulverpflegung als Teil eines gelingenden Schullebens muss selbstverständlich werden. Und lassen Sie mich noch kurz auf die Forderung unentgeltliche Verpflegung in Ihrem Antrag eingehen. Sie fordern, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, die Bundesregierung auf, dass der Bund den Ländern eine Pauschale von 4,50 Euro je Kind bzw. Jugendlichen je Verpflegungstag zahlen soll. Ich Herr Kollege Reiner, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Bulling-Schröter? Natürlich. Dann hat sie das Wort. Ja, vielen Dank, Kollege Reiner. Sie haben ja behauptet, in Bayern ist ja alles in Ordnung. Es gibt ja einen Ministerpräsident, der schon vom Paradies spricht. Jetzt gibt es ja diese Ausschreibungsverordnung. Und vielfach wird das Schulessen ja nicht in den Küchen in Bayern, in den Schulen, vielleicht bei Ihnen, bei mir in Ingolstadt nicht produziert, sondern es kommt von weit, weit her. Und wenn man dann guckt, dann ist es vielleicht um 10 Cent oder so billiger. Ich halte das für falsch,
denn es ist ja sinnvoll, das vor Ort auch zu produzieren. Und Sie haben ja selber gesagt, Lebensmittel müssten was kosten. Da sind wir uns ja einig, gute Lebensmittel kosten einfach was. Und sehen Sie da nicht Handlungsbedarf, dass man auch solche Dinge ändert, dass das vor Ort produziert wird, aus regionalen Produkten? Denn unsere beiden Parteien setzen sich ja explizit für regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Sehr verehrte Frau Kollegin Bulling-Schröter, wir haben uns ja schon öfter über gute und nachhaltige Verpflegung unterhalten. Natürlich wäre es vernünftig und gut, wenn man die Verpflegung vor Ort aus frischen und regionalen Produkten herstellen könnte. Leider Gottes geht das nicht immer. Und deshalb hat auch Bayern das rausgegeben, Vernetzungsstelle, Kita und Schulverpflegung in Bayern. Also es soll auch bei uns in einigen Bereichen, wo noch Nachholbedarf ist, besser werden. Und ich hoffe natürlich, dass man dann den einen oder anderen Caterer auch findet, der das macht. Es ist immer schwierig, wenn man eine Kita hat und in Anführungszeichen nur 30 oder 40 Essen, das wirtschaftlich darzustellen. Ne? Aber trotzdem ist man, denke ich, auf einem guten Weg und wir beide können uns weiterhin dahingehend austauschen. Ja, aber nochmal zu den Kosten zurück. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, ich habe es gesagt und ich habe das kurz überschlagen. Bei 6 Millionen berechtigten Kindern am Tag sind es 27 Millionen Euro täglich. 27 Millionen Euro täglich. Liebe Freunde, das ist eine unglaubliche Summe. Und wenn man das dann mit ca. 200 Schultagen multipliziert, wobei es in der Kita noch mehr Tage wären, komme ich auf ein Ergebnis von ca. 5,4 Milliarden. Und wenn ich die Kita-Tage noch mit dazu nehme, dann bin ich wahrscheinlich bei ca. 6 Milliarden. Das ist eine unglaubliche Summe. Und vor allem haben wir schon die Möglichkeit, über das SGB II, dass das erstattet wird, nicht nur die 10 Euro monatlich, das ist nämlich für die Vereine. Die Kinder kriegen es ganz erstattet. Ja, Frau Kollegin Maisch, und einen Euro, der muss wieder zurückgezahlt werden, weil das halt in den Regelsätzen die Verpflegung mit drin ist. Könnte man darüber diskutieren, da bin ich ja mit Ihnen dabei, aber es ist so, und einfach die Behauptung aufzustellen, dass minder bemittelte Kinder das nicht kriegen, die ist meines Erachtens so nicht richtig. Und das muss man dann am Ende der Tage natürlich auch finanzieren. Und gerade für schwächere Familien ist es einfach möglich, dass sie das so erhalten. Und es ist vorhin schon gesagt worden, und wenn es auch verwerflich gesagt wird, was nichts kostet, ist einfach auch nichts wert. Und ich bleibe dabei. Das ist einfach einmal so. Wenn das Essen nichts kostet, das ist am Ende der Tage auch nichts wert. Lassen Sie mich noch mal kurz zum Ende darauf eingehen, dass Bildung einfach Ländersache ist. Aber wir haben einiges, unser Landwirtschaftsministerium hat einiges dazu getan. Schon seit 2008 setzt das BMIL auf eine Verbesserung der Verpflegung in den Kitas und Schulen sowie in der vorschulischen Ernährungsbildung ein. Das BMIL hat die Vernetzungsstellen für die Kita- und Schulverpflegung seit 2008 mit insgesamt 7,7 Millionen Euro gefördert. Und ein wichtiger Meilenstein ist meines Erachtens die Errichtung des nationalen Qualitätszentrums für Ernährung in Kita und Schule. Wir haben das ja kürzlich im Ausschuss erst gehabt, das seit Februar 2017 im Rahmen des neuen Bundeszentrums für Ernährung tätig ist. Das nationale Qualitätszentrum ist ein zentraler Baustein der Qualitätsoffensive für besseres Essen in Kita und Schule. Es bereitet auch in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ein Verfahren vor, mit dem sich Caterer und Essensanbieter als besonders qualifizierte Vertragspartner für Kitas und Schulen empfehlen können. Und ich kann das nur für gut heißen, wenn die Frau Pflugrath vorhin gesagt hat, es gibt schon bestimmte Auszeichnungen für Caterer. Das ist gut so, da muss man weiter daran arbeiten, das wollen wir auch so nennen. Qualität muss das oberste Ziel sein. Mit dem Wettbewerb Klasse Kochen prämiert das BMIL bereits seit 7 Jahren die besten Schülerideen zur Nutzung von Schulküchen und mehr als 60 Schulen haben eine hochwertige Schulküche gewonnen. Das ist unglaublich wichtig. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, das Ziel muss es sein, anhand von Leitlinien bundesweite Qualitätsstandards
für das Essen in Kita und Schule zu definieren. In diesem Sinne freue ich mich bestimmt noch auf viele weitere Debatten zu diesem Thema. Dankeschön. Zum Abschluss dieser Aussprache hat die Kollegin Elvira Drobinski-Weiß das Wort für die SPD.